Tja, guten Morgen miteinander. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr seid ausgeruht, gut ausgeschlafen, wie auch immer. Wir haben heute die beiden Schaltmöglichkeiten vor uns und die Spannung, die schauen wir uns da an. Und ich möchte, bevor wir da einsteigen, noch kurz wiederholen, was Stromstärke ist und was Spannung ist. Und dementsprechend auch nochmal die beiden Schaltungen, Serienschaltung und Parallelschaltung, mit euch ganz kurz ansprechen, weil wir da jetzt für die Spannung eben auch neue Formeln aufstellen werden und die unterscheiden sich halt für die von der Stromstärke ein bisschen. Und wenn man das Verständnis geschärft hat, was die beiden Sachen unterscheidet, dann glaube ich, ist es gar kein großes Thema. Wir haben halt nicht ganz so viel Zeit, ich muss ein bisschen eher aufhören, ich habe ein bisschen Termindruck, deswegen gehen wir gleich mitten rein in die Sache. Ja, ich richte mich hier bloß kurz häuslich ein und dann müsste es passen. Nochmal ganz kurz angesprochen, was ist denn Stromstärke? Ihr erinnert euch, wir stellen uns so einen Leiter ja so vor, dass dort die Atome sind und die äußeren Elektronen sind frei beweglich. Das heißt, man hat so positiv geladene Reste, Ionen, Rümpfe, wie auch immer. Von den Metallen und außenrum eben das Valenzelektron, das sich da bewegen kann. Und wir haben beschrieben gehabt, dass wir jetzt als Stromstärke das verstehen wollen, wie viel Ladung da pro Zeit durchläuft. Oder eine Spur anschaulicher, wenn wir noch nicht von Ladung reden wollen, wie viele wie viele Elektronen pro Zeit durch einen Leiterquerschnitt gehen, also zum Beispiel durch diese Fläche hier. Wir stehen also hier an der Seite, gucken da drauf und schauen, wie viele Elektronen gehen da pro Sekunde beispielsweise durch. Und eine Sache sollte klar sein: jedes Elektron, das zum Beispiel durch diese Fläche durchgeht, muss auch durch diese Fläche durchgehen, weil wo soll es denn anders hin? Also die können jetzt halt schlecht irgendwie da drinnen verweilen, die können schlecht irgendwie da rausfallen oder so. Das heißt, wenn wir dort, keine Ahnung, 20 Elektronen pro Sekunde zählen würden, die da durchsausen, ist in Wahrheit viel, viel mehr, dann müssen es da vorne auch 20 gewesen sein. Dementsprechend mit dieser Definition, na, scrollen muss ich hier, haben wir uns zwei verschiedene Schaltungen angeschaut. Schaltung Nummer 1 war, wir haben zwei Widerstände, zum Beispiel auch zwei Lampen oder so, direkt nacheinander geschalten. Also eine Lampe hier, die andere da. Und unsere Feststellung war, dass die Stromstärke, die man misst, die durch diesen Widerstand geht, also die man zum Beispiel hier mit dem misst, und die Stromstärke, die man hier misst, wie viel hier durchgehen, wie viele Elektronen pro Sekunde, dass das dasselbe ist wie an allen anderen Stellen dieses Stromkreislaufes. Logisch, irgendwo muss er ja hin, der Strom, irgendwo müssen die Elektronen durch, der Strom wird nicht verbraucht, also ist in einem unverzweigten Stromkreis, also in einer Reihenschaltung, überall entlang des ganzen Stromkreises die Spannung, Entschuldigung, die Stromstärke gleich groß. Hingegen haben wir gesehen gehabt, wenn wir einen verzweigten Stromkreis haben, so eine Parallelschaltung, dass es davon abhängt, welchen Weg die Elektronen nehmen. Also beispielsweise sausen eben hier die Elektronen raus, bewegen sich hier lang. Und jetzt haben Sie an dieser Stelle die Möglichkeit, entweder da lang zu fließen oder da lang zu fließen. Folge: Man wird bei diesem Stromstärke-Messgerät mehr Elektronen registrieren, wie zum Beispiel bei diesem hier, weil ja da auch noch welche durchgegangen sind. Unsere logische Folgerung und auch die Messung, die wir da zugegebenermaßen bloß mit der Animation gemacht haben, hat uns gezeigt, dass die Stromstärke in den beiden Ästen insgesamt zusammengezählt, also so groß ist wie die Stromstärke in insgesamt, also da wo die Verzweigung dann wieder aufhört. Gut, und jetzt kommen wir zur Spannung. Wir hatten Spannung definiert, sozusagen das Maß, wie stark so die Elektronen angetrieben werden, also wie viel Energie ist da pro Ladung, von mir aus pro Elektron dahinter. Und jetzt schauen wir uns an, was das für den verzweigten und für den unverzweigten Stromkreis heißt. Fangen wir diesmal damit an, dass wir es zuerst zeichnen und dann schauen wir uns die Animation an. Nehmen wir einen Stift in die Hand. Erstens Reihenschaltung.
Heute haben wir den 27. Mai 2020. Und ich möchte mit euch das Bild ein bisschen gekippt zeichnen. Erinnert euch dran an unser Wasserbild, das wir gehabt haben, dass wir gesagt haben, der eine Pol steht für das obere Wasserbecken und der andere für das untere. Wir haben gesagt, dass der Minuspol steht für das obere und der Pluspol für das untere. Deswegen möchte ich die Schaltung folgendermaßen zeichnen. Ich zeichne hier eine Batterie. Oben den Minuspol, unten den Pluspol. Und dann, jetzt nehmen wir doch ein Lineal in die Hand, zeichnen wir das Ganze so ein bisschen schräg, also nicht schräg, sondern so aufrecht eigentlich. Und da zeichnen wir jetzt diesmal ein Lämpchen rein. Und warum wir das jetzt so aufrecht machen? Damit wir jetzt halt nochmal die Analogie haben zwischen Spannung und der Höhe. Wir haben ja gesagt, der Höhenunterschied bzw. die potenzielle Energie, die man beim Wasserbecken hätte, beim oberen Becken im Vergleich zum unteren, die kann man in Analogie stellen zur Spannung. Und tatsächlich machen die Elektrotechniker, zwei meiner Brüder sind gelernte Elektrotechniker, machen tatsächlich auch die Zeichnungen so, dass sie eben die eine Spannung, also zum Beispiel die negative oben zeichnen und die positive unten, oft auch andersrum, aber wir zeichnen es jetzt so. Jetzt lasst mich das Lämpchen hier nur jeweils fertig machen. Und wenn man das Ganze jetzt messen will, dann sollte man jetzt halt natürlich ein Spannungsmessgerät einbauen. Da verwende ich jetzt eine andere Farbe. Und mich interessiert, wie groß ist denn die Spannung an diesem Lämpchen? Also baue ich hier ein Spannungsmessgerät ein. Da kann man U reinzeichnen, manchmal wird auch V reingezeichnet. Ich glaube, wir haben beim letzten Mal V reingezeichnet. Machen wir doch das diesmal auch so. Dann ist es einheitlich. Sieht man aber beide Varianten. Und ich möchte hier auch die Spannung messen. Also wie viel Antrieb haben die Elektronen, wenn sie durch die erste Lampe gehen, wie viel durch die zweite? Die benennen wir vielleicht auch. Lampe 1, Lampe 2. Dementsprechend messen wir hier die Spannung 1 und hier die Spannung 2. Und wir wollen aber wissen, auch noch, wie viel Spannung da an der Batterie ist. Und deswegen messen wir die Spannung auch parallel zur Batterie. Auch hier bauen wir ein Spannungsmessgerät ein. Und das nennen wir einfach insgesamt U, einfach insgesamt die Spannung. Okay, ich lasse euch ein bisschen Zeit, das zu übernehmen und dann schauen wir uns das bei dieser Animation da an, bei diesem interaktiven Schaltbildzeugs da. Gut, glaube ich, kriegt ihr schon hin soweit. Dann basteln wir, oder? So, bei mir macht es das jetzt hier drüben auf. Ich möchte es auch natürlich für euch haben. Und deswegen schieben wir das jetzt doch zack, zack hier rüber. Und da können wir ruhig wieder auf Vollbild gehen. So, wir bauen das, was wir gerade gehabt haben, hier auf. Die Batterie stelle ich so hin, dass der Minuspol oben ist. Dann, damit das Ganze übersichtlicher ist, gehen wir mit dem Draht jeweils ein bisschen nach oben und nach unten.
weil wir brave Elektrotechniker sind, bauen wir das Ganze möglichst senkrecht. So. Und hier. Lampe Nummer 1. Zack. Und Lampe Nummer 2. Die sollen baugleich sein. Schauen wir mal. Das ist ein 10 Ohm und das Ding hat ja auch 10 Ohm. Wir verändern es dann auch schon noch, dass wir so, dass wir unterschiedliche Widerstände haben. Die haben jetzt die Anschlüsse in dieser Animation so ein bisschen doof dort, deswegen versetze ich die jetzt hier ein bisschen, dass das schön ausschaut. Zack. Und damit schließen wir den Stromkreislauf. Gut, und ihr erkennt schon mal den Fluss der Elektronen. Das, was ihr wisst über die Stromstärke, überall fließen sie gleich stark. Und jetzt messen wir aber die Spannung. Zuerst mal messen wir die Spannung an der Batterie, also hier und da. Die ist 9 Volt, das ist also eingestellt. Hier unten seht ihr das, 9 Volt, passt. Und jetzt gehen wir da weg. Bei Spannung muss man immer an zwei Stellen messen. Jetzt messe ich an der Batterie, Entschuldigung, an der Lampe. Ups, das wollte ich nicht. Lampe Nummer 1. Und ihr seht, 4,5. Und über beide Lampen 9, über eine Lampe wieder 4,5. Und jetzt ändern wir vielleicht den Widerstand von einer dieser Lampen. Also da bauen wir jetzt, das würden wir jetzt in echt so machen, eine andere Lampe ein. Wie wäre es denn mit einer 20-Ohm-Lampe? Wo sich der Strom also schwerer tut. Ihr seht, die Elektronen werden da insgesamt langsamer. An der Batterie bleibt natürlich gleich, also das sind 9 Volt. Aber jetzt gehen wir zu den einzelnen Lampen. Oben ist die 10 Ampere, Entschuldigung, 10 Ohm, das sind 3 Volt. Und unten sind 6 Volt. Egal jetzt, welche Werte die einzelnen Lampen ganz konkret haben, eine Feststellung macht man auf jeden Fall. Und ich würde euch bitten, wenn ihr da die Feststellung macht, das reinzuschreiben. Ansonsten werde ich noch eine dritte Variante ausprobieren. Jetzt nehme ich mir nochmal einen höheren Widerstand und gehe da noch einmal durch. Welche Beobachtung macht man bezüglich der Spannungen an den einzelnen Lampen? Batterie bleibt dieselbe, die 9 Volt bleiben dieselben. 1,8. Und zweite Lampe 7,2. Stellt ihr was fest? Ich würde ja wohl meinen, dass man das feststellen kann. Jetzt ist bloß die Frage, wer es wie schnell tippt. Das ist natürlich jetzt immer die Krux, gell, am digitalen Unterricht über diese Form. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob ihr es nicht wisst oder noch am Schreiben seid. Ah, jetzt kommt was von Dominik. Wenn bei einer verringert sich die Spannung bei der anderen. Ja, das ist richtig, Dominik. Und Leo, ich stimme dir zu, bloß dass wir natürlich jetzt nicht I haben, also die Stromstärke, sondern wir haben die Spannung. Genau, und die beiden zusammen sind jeweils die insgesamt. Frage an euch alle, sollen wir nebenher Discorder aufmachen oder nutzt ihr es eh nicht? Also ich habe so die letzten Male, wo ich es angehabt habe, festgestellt, dass eh keiner dort online ist. Wenn ihr es wollt, dann sagt es mir bitte, dann schalte ich es an, dann könnt ihr ja sprechen. Gut, aber wir halten jetzt hier schon mal fest, was man hier feststellen kann für die
Spannung im unverzweigten. Nein, nicht im In ist besser, ja? In unverzweigten Schaltungen. Also dachte irgendwann, hieß es, dass jeder Discord hat von euch. Also wenn ihr was sagen wollt während der Stunde, dann mache ich gerne Discord währenddessen an. Ich schalte es einfach jetzt mal ein. Wenn es ist, dann wissen es alle jetzt halt auf jeden Fall. Wenn ich dran denke, mache ich es an und dann könnt ihr euch während der Stunde ermelden. Oder halt was sagen. Halt einfach reinrufen und unterbrechen. Im unverzweigten, wo waren wir, Schaltungen, gell? Sogenannten Reihenschaltungen. So, muss bloß nur den richtigen Kanal auswählen. Physik 8. Klasse. Und ich habe den immer allgemein benannt, den Sprachkanal, aber sinnvoller ist ja, dass wir den Melden nennen, so soll er heißen. Und da werde ich dann auch immer drinnen sein. Änderungen speichern. So. Und schalt aber mein Mikro über den Stumm, sodass ich halt nicht auf drei Kanälen da bin. Also wenn ihr was sagen wollt, dann einfach in den Melden-Kanal reingehen und euch lautschalten, dann müsst ihr mal euch schon hören. Gut, was man beobachten kann eben ist, dass U-Gesamt möchte ich das vielleicht noch nennen. Das ergänzt sich vorne an der Skizze. Das U-Gesamt gleich U1 plus U2 ist. Und das macht da irgendwo Sinn, also wenn diese Spannung Energie pro Ladung ist oder Energieänderung pro Ladung, dann macht es natürlich Sinn, wenn jetzt halt die Elektronen durch die eine Lampe durchgedrückt wurden, dass sie Energie daran verloren haben. Oder in der Anschauung mit dem Wasser zu sprechen, es macht natürlich Sinn, dass wenn sie jetzt halt hier durch die Lampe, also das Wasser da durchgefallen ist, dass es dann weniger Höhenenergie hat. Und damit halt weniger Möglichkeit, irgendwas zu tun. Im elektrischen Fall halt die Lampe zum Leuchten zu bringen. Man spricht dabei auch gerne von, dass die Spannung eben abfällt. Also so ist die Sprechweise. Schreiben wir das dazu. Man sagt daher, dass die Spannung am Widerstand, das ist in diesem Fall die Lampe, also dem Widerstand der Glühlampe, das ist von der Sprechweise durchaus auch vom Wasserbild irgendwie hergenommen. Also das Wasser würde beim Wasserfall so mehrere Wasserfälle nacheinander runterfallen und da fällt halt die Spannung runter. Also von 9 auf bloß nur 4,5 so ungefähr. Der Dominik schreibt, werden die Elektronen eigentlich durch Gravitation beeinflusst? Ja, schon, aber auch wenn das ein bisschen kaum zu glauben ist, die Gravitation ist von den Kräften, die es in der Natur gibt, die schwächste, die wir haben.
Also dass die Elektronen von der Erde angezogen werden, dass sie nach unten fallen sozusagen, das findet schon statt natürlich. Aber im Vergleich zu den elektrischen Kräften, also der Abstoßung zwischen den Elektronen und der Anziehung zwischen Elektronen und positiv geladenen Atomrümpfen, ist das zu vernachlässigen. Also da passiert nahezu eigentlich nichts. Das ist so schwierig vorstellbar bei uns, auf unserem Maßstab und nein, in Maßstäben von Planeten und Sonnen und sowas. Da spielt ja hauptsächlich die Gravitation irgendwie eine Rolle, aber auf dem Maßstab der Elektronen ist die elektrische Kraft, also die ist überhaupt größer und sie ist halt da im maßgeblich. Genau. Ich denke, das sollte deine Frage beantworten, Dominik. Gut. Dann schauen wir uns noch eine Parallelschaltung an. Und da zeichnen wir wieder zuerst und dann schalten wir. Und sollten uns die Zeit nicht ausreichen, das zu schalten, dann dürft ihr das selber machen. Numero Duo. Da habe ich vorhin einen dickeren Stift genommen. Numero Duo. Parallelschaltung. Das habe ich, glaube ich, vorhin mit Grün so leicht unterstrichen. Und auch hier zeichnen wir wieder das Ganze analog zum Wassermodell. Jetzt brauche ich aber einen dünneren Stift. Da zeichne ich jetzt hier die Batterie. Minus, plus. Und dann gehen wir zum oberen Becken und zum unteren Becken. Und naja, da mag ich lieber Freihand zeichnen. So, da brauchen wir jetzt zwei Zweige. Hier soll der Zweig Nummer 1 sein. Und die Lampe Nummer 1. Da müssen wir jetzt ein bisschen rechts daneben Platz lassen, dass wir das Messgerät halt nur hinzeichnen können. Da gehört wieder so ein Böppel hin. Und dann machen wir noch die Lampe Nummer 2. Und ein Messgerät. Spannung. Na, erstes Messgerät. V. Spannung U1. Zweites Messgerät misst die Spannung an der zweiten Lampe. Spannung U2. Und an der Batterie messen wir wieder insgesamt den Höhenunterschied, beziehungsweise halt die Spannung, wenn wir nicht im Bild reden. Das ist dann U gesamt. Das Magnetfeld der Erde das stärkste ist, kommt darauf an, mit was du es vergleichen willst. Also die so ein ganz handelsüblicher Stabmagnet oder so kleiner Zylindermagnet, den man kauft, der ist natürlich schon stärker. Also weil du schaffst es ja irgendwie, also einen Metallnagel zum Beispiel nach oben zu heben mit dem und der bleibt dann an der Erde haften. Aber ob jetzt eine Frage ist, ob es Magnetfelder gibt bei Planeten, die stärker sind, so würde ich schwer vermuten, aber ich weiß es ehrlich gesagt So, dann, was wir noch machen können, ist die Äste markieren in Farben. Das haben wir nämlich da auch gemacht. In Blau und Grün, wenn ihr wollt. Das hier ist der erste Ast und das hier ist der zweite Ast. Zweiter Ast. Erster Ast. Oder zwei oder Pfad oder wie auch immer. Ach so, ja. Also die Schwerkraft ist natürlich jetzt auf uns und auf jeden metallischen Gegenstand schon stärker wie die magnetische Anziehungskraft der Erde.
Also ein Stahlträger bleibt am Boden, einzig und allein, weil er halt Masse hat, und nicht, weil er elektrisch, magnetisch angezogen wird von der Erde. Das wird er zwar auch, aber minimalst. Also auch das ist vernachlässigbar. Gut, wir schalten. Ich gehe wieder rüber zu Mino-Animation. Bauen wir das hier mal kurz auf die Seite. Jetzt müssen wir ein paar Sachen aufdröseln. So, also so ein Drähtchen brauchen wir schon noch. Und da machen wir jetzt auch nochmal Cut. Und da schadet es nicht. Also das ist hier mein erster Ast. Ich glaube, wir können es verkraften, dass die Lampe zu leicht schräg drin ist. Und jetzt bauen wir aber hier auch noch einen parallelen zweiten Ast. Ich würde gern bewusst die Lampe drehen, aber so macht man das. Langsam kommt man schon drauf, wie das Ding hier funktioniert. Aber da darf es nicht angeschlossen sein. Wurst. Zack und. Zack, jetzt müssen wir nur schauen, dass wir die beiden Lampen hätte ich gern. Jawohl, das ist eigentlich egal. Die haben jetzt halt nicht unbedingt dieselbe, denselben Widerstand. Seht ihr auch dadurch, dass der Stromfluss durch die beiden verschieden ist. Aber jetzt messen wir doch mal die Spannungen. Erstmal an der Batterie selber. Da haben wir 9 Volt angelegt. Das passt. Dann messen wir es hier, ja, auch 9 Volt. Und dann messen wir es beim zweiten Ast, auch 9 Volt. Ja, kommt immer auf beide Gegenstände an. Also es ziehen Sie immer zwei Sachen an und deren Massen gehen jeweils ein. Ihr seht, egal jetzt kann ich hier vielleicht nur bei der Lampe irgendwie verstellen, was die für einen Widerstand hat. Egal, was ich da wähle. Die Spannung ist immer dieselbe. Bei der Batterie, beim Ast 1, beim Ast 2. Und auch das macht eigentlich Sinn. Jetzt wieder im Wasserbild gesprochen. Das Wasser, das durch den einen Ast fließt, fließt natürlich auch durch den anderen. Und zwar von derselben Höhe im Endeffekt. Schreiben wir auch das auf. Für die Spannung. In verzweigten Schaltungen. Verzweigten. Hätte man eigentlich fast eher dann von Zweigen sprechen sollen, nicht von Ästen. Ja, wurscht. In verzweigten Schaltungen. Sogenannten Parallelschaltungen. Gilt. Ein bisschen Platz. U-Gesamt ist dasselbe wie U1, ist dasselbe wie U2. Weil durch jede Lampe derselbe Antrieb herrscht, weil sie ja alle an der einen und derselben Stelle angeschlossen sind. Also hier, da drücken sie los und das geht in beide gleich stark. Natürlich fließt dann halt bei dem, der mehr Widerstand bietet, weniger Elektronen, aber angedrückt werden sie gleich stark. Und jetzt erkennt ihr in der Zusammenschau von diesen Formeln, die wir gehabt haben, dass man eigentlich zweimal dieselbe Art von Formeln hat, einmal Summe, einmal Gleichheit. Man muss sich bloß merken, was ist bei welchem Schaltbild gleich. Würde ich euch vorschlagen, dass ihr euch das so in der Übersicht zusammenschreibt, Merkregel oder wie auch immer. Bei der Reihenschaltung, Strom überall gleich, Spannung.
verteilt sich. Und bei der Parallelschaltung Spannung überall gleich und die Stromstärken sind zusammen halt, also verteilen sich dann die einzelnen sind zusammen, die insgesamt. So, gibt es noch Fragen eurerseits? Okay, scheint nichts rein zu ploppen. Doch, kommt was. Ja, ich weiß, aber wie gesagt, mir ist halt ein bisschen der ein bisschen Termindruck und jetzt haben wir eigentlich einen schönen Abschluss und die letzten 15 Minuten, das ist jetzt das, was ich euch als Arbeitsauftrag mitgebe, was wir sonst gemeinsam gemacht hätten, aber was ihr gut selber hinkriegt und so kann ich meinen Termin gut wahrnehmen und ihr habt trotzdem eine Dreiviertelstunde schön Physik gehabt. Okay, kommt nichts. So, ihr sollt Folgendes machen. Erstelle eine Übersicht. Und zwar zu Strom, Stärke und Spannung. In Reihen und Parallelschaltung. Also das solltet ihr euch halt irgendwie, naja, kann man sich überlegen, wie man das zusammenfasst. Also da sollten die Formeln sicherlich dabei sein, vielleicht da irgendwie ein Bildchen oder so. Was man mit dazu nehmen kann, ist, wie man Stromstärke und Spannung misst oder was das ist. Genau, da solltet ihr, dass ihr irgendwie, wo ihr sagt, okay, das fasst ihr euch nochmal zusammen. Das ist diese letzten zwei Geschichten, die wir da gemacht haben. Und wenn euch das gut gelungen ist, also wenn ihr das Gefühl habt, das ist jetzt echt mal was Schönes geworden, das gefällt mir gut, dann schickt es mir doch, wenn nicht, dann muss es auch nicht sein. Verstehst nicht, was ich damit meine? Also kann zum Beispiel so ausschauen, dass ich irgendwie mit Schaltskizzen, Formeln, etc. Also was zum Beispiel vorkommen sollte, Dominik, ist diese Formel hier. Für die Parallelschaltung. Was sicherlich vorkommen sollte, ist so ein Bildchen für die Parallelschaltung. Also wie wenn ihr auf eine Schulaufgabe lernen würdet und euch das nochmal zusammen schreibt. Ja, aber kurz und knackig. Also das sollte auf was ganz Kurzes passen. Also was ich zum Beispiel auf eine halbe DIN A5 Seite oder so. Und halt sich auch nochmal vergegenwärtigen, was das ist. Also rekapitulieren, zusammenfassen, wie man das so macht. Genau. Das nennt man wiederholen, Dominik. Ja, hätten wir sicherlich. Hätten wir sicherlich. Genau. Wenn ihr mir das schicken wollt, wäre schön. Wenn nicht, muss nicht sein, wie gesagt. Ich habe auf eure Noten geschaut, die ihr gehabt habt bis dato. Das schaut bei fast allen ganz gut aus. Wenn ihr aber noch, also ihr habt die Möglichkeit, das erzähle ich euch aber, wenn ihr in der Schule seid, wieder genau. Ihr habt die Möglichkeit, noch eine mündliche Note zu bekommen, wenn ihr das wollt. Und dann wäre jetzt zum Beispiel da eine gut gemachte Übersicht, wäre eine Möglichkeit, dass man da eine Note macht. Gut, in diesem Sinne. Ich hoffe nicht, Dominik, sondern ich möchte die schönste prämieren. Also der mir die schönste schickt, wie er immer, die werde ich herzeigen und tolles Übersicht hergeben. Ich hätte schon auch was, aber
Im Prinzip habe ich meine Übersicht da mit euch jetzt gerade ausgearbeitet. Also soll, vielleicht nochmal, um das kurz einzuschränken, das soll jetzt nur über dieses Kapitel 2.1, 2.2 sein. Das soll es im Prinzip zusammenfassen. Also, wenn von den vorherigen Kapiteln was drin ist, dann ist es auch gut. Schreiben wir dazu, wenn es schön ist, dann mir schicken. Wenn es schön ist, dann nur her damit. Genau. Gut, ja, passt. Ich wünsche euch was. Macht es gut. Wir sehen und hören uns morgen wieder. Schöne, gute Zeit dabei. Ciao.